Ja, mein Name ist Christoph Kolas, Wehrführer von der Feuerwehr in Kaisersesch. Die Feuerwehr Kaisersesch wurde heute Abend zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Dieses Bild hat sich dann vor Ort bestätigt. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Die Insassen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus den Fahrzeugen befreit und konnten dem Rettungsdienst übergeben werden. Durch die Feuerwehr wurden dann nur noch Abschwermaßnahmen durchgeführt und mehrere Ölflecken wurden mit Ölbindemittel gebunden. Damit konnte dann für uns auch weitestgehend der Einsatz beendet werden. Es waren keine Personen eingeklemmt. Wie gesagt, sie waren bereits schon beim Eintreffen der Feuerwehr befreit. Es war die Feuerwehr Kaisersesch mit vier Fahrzeugen vor Ort.